Apropos, können wir das nicht nehmen, was ich gerade gesagt habe? Jetzt ist aber mal gut. Ja, dann kommen wir nochmal dazu, warum ich Michelle Knuddelmaus nenne. Wir müssen uns nämlich immer einmal am Tag zusammen knuddeln, damit es uns gut geht. Genau, das ist die Kraftumarmung. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Queens of Dentistry. Heute mal wieder mit einem spannenden Interview. Ich habe meine Knuddelmaus, die Michelle, eingeladen. Sie ist bei uns in der Personalabteilung zuständig, aber dazu gleich mehr. Michelle, stell dich einmal kurz vor. Ich bin Michelle, ich bin 26 und seit Mai 2019 wieder im Implantatzentrum Herne. Dazu erzählen wir gleich aber auch noch mal ein bisschen mehr, wie das Ganze dann so doch wieder gekommen ist. Genau, und ich bin jetzt im Moment offiziell seit 1.1. Als Personalmanagerin hier im Implantatzentrum Herne. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, warst du einmal kurz für 2 Jahre, einmal woanders. Mhm. Kamst dann 2019 wieder. Warum? Mhm. Also, ich bin nach meiner Ausbildung 2017, habe ich hier angefangen in der Assistenz. Und da war es hier noch anders. Also, wir haben uns in der Zeit auf jeden Fall extrem weiterentwickelt. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich war 4 Monate hier in der Assistenz und habe mich dann entschieden, doch wieder in meine alte Praxis zu gehen. Der Grund war, ich glaube, im Nachhinein war es mir einfach zu viel. Also zu viel von mir verlangt worden. Mhm. Und auch das Patientenaufkommen, der Stress, das war mir zu dem Zeitpunkt frisch nach der Ausbildung noch zu viel. Dann bin ich zurück in meine Ausbildungspraxis, war dann dort 2 Jahre und muss aber auch dazu sagen, ich habe hier wirklich nach der Ausbildung alles gelernt. Also ich konnte nach der Ausbildung so gut wie nichts. Ja, so wie ich. Ja, genau. Also so gut wie nichts. Und man hat mir hier wirklich alles beigebracht, beziehungsweise ich musste es mir ein Stück weit auch selber beibringen. Genau. Und dann bin ich natürlich in den 2 Jahren in der Praxis, wo ich dann wieder war, da war ich dann natürlich noch um einiges weiter und konnte dann teilweise da auch viel, viel besser mitarbeiten und war viel selbstbewusster auf jeden Fall auch. Gerade was so die Chirurgie und die Implantatprothetik angeht, was man ja nicht überall sieht. Kannst du bestimmt auch ein Lied von singen? Ich konnte nicht mal Zahnstein entfernen. Ich auch nicht. Und Röntgen war auch, ja, durfte ich auch nicht. Also Röntgen, also wie gesagt, alles das habe ich halt hier gelernt und beigebracht bekommen. Und das konnte ich dann natürlich in den 2 Jahren super, super nutzen. Und ja, und jetzt bin ich seit Mai 2019 wieder hier. Ja, früher, wie du sagtest, warst du in der Assistenz, dann wieder bei uns und dann am Empfang. Mhm. Warum nicht mehr in der Assistenz? Für mich war relativ schnell klar, dass ich nicht in der Assistenz bleiben möchte. Warum kann ich eigentlich bis heute nicht so wirklich sagen. Also ich wusste immer, dass ich ein Mensch bin. Ich habe gerne den Überblick über alles. Finde auch Listen und Checklisten und alles Verschriftliche, alles, was man verschriftlichen kann, finde ich einfach geil. genau, und da hat sich dann halt so ein bisschen, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, so ein Organisationstalent, aber der Spaß daran entwickelt. Generell einfach auch so Verwaltungsarbeiten zu machen. Und dann habe ich hier halt am Empfang angefangen. Weil, also da gibt es auch eine witzige Story zu. Ich hatte in den 2 Jahren, wo ich nicht hier war, hatte ich eigentlich immer durchgängig Kontakt zu Julia. Also wir haben den Kontakt nie so wirklich verloren. Und bei ihrer Einweihungsfeier
ich weiß gar nicht genau, wann war das? Du warst auch dabei. Wann war das nochmal? Ich glaube, Ende 2018 müsste das gewesen sein. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren dann da die ganzen Mädels und auch der Philipp von hier waren dann auch eingeladen. Und da haben wir uns zum ersten Mal alle so kennengelernt. Und es war direkt so, also so gefühlt nach einer Stunde haben alle Mädels gesagt, boah, Michelle, du musst wieder bei uns anfangen. Und ja, und dann kam alles ins Rollen. Und zu meinem Glück wurde jemand für den Empfang gesucht. Und dann ging alles auch sehr schnell. Auch wenn wir nicht so, wir machen alles möglich, um die besten Leute zu machen. Ja, genau. Also man hat dann so Anekdoten gehört wie, ja, wir haben den Stefan überredet. Ja, also das ging dann alles sehr schnell tatsächlich. Ja. In welchem Bereich vom Management hast du dich gesehen und was hast du dafür getan? Also der Bereich war für mich eigentlich noch nie so wirklich klar, weil man kennt ja eigentlich in der Regel nur dieses typische Praxismanagement. Ja. Ne? Also, dass man in der Zahnarztpraxis so wirklich nur das reine Personalmanagement macht, ist eher unüblich. Von daher war ich da relativ offen für alles. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Stefan von Anfang an irgendwas in mir gesehen hat. Das kann er übrigens sehr gut, dass er irgendwas in den Menschen sieht und das dann halt... Den daraufhin dann auch fördert. Genau, und das rauskitzelt. Mhm. Ich glaube, es lag... Also, ich bin jetzt im Personalmanagement, weil ich tatsächlich ganz gut mit Menschen kann. Sollte man natürlich. Aber mir wurde halt auch gesagt, dass ich so eine empathische Art habe und so ein Fingerspitzengefühl, was möchte der andere gerade von mir oder was möchte er eben nicht, dass ich das halt gut erkenne. Genau. Ja, und seit wann machst du das jetzt? Hast du bestimmte Fortbildungen besucht? Also offiziell seit 1.1., dass ich mich wirklich auch sehr viel vom Empfang rausziehen kann bzw. konnte. Und vorher, als ich am Empfang tätig war, halt auch schon immer so mit so ein paar Zusatzaufgaben. Das war übrigens zu der Frage, die wir gerade hatten, wie ich dazu gekommen bin. Das habe ich, glaube ich, gar nicht beantwortet. Das kam halt, weil ich immer mehr Aufgaben oder auch Verantwortung übernommen habe in verschiedenen Bereichen. Das fing dann an mit Teamleitung hast du doch auch. Genau, die Teamleitung am Empfang. Oder hast du auch immer noch? Ja, das mache ich auch immer noch nebenbei, genau. So Kleinigkeiten, einfach wie Protokolle für die Teambesprechung schreiben. Also ich glaube, damit fing es an. Das habe ich relativ flott gemacht, nachdem ich hier angefangen habe. Einfach mit so Kleinigkeiten, wo man dann merkt, okay, die möchte Verantwortung übernehmen. Mhm. Und ich denke, deshalb kam dann eins zum anderen. Und ich muss tatsächlich auch dazu sagen, dass ich eigentlich mit dem Ziel hier am Empfang angefangen habe, nach einer bestimmten Zeit ins Management zu gehen. Also das war definitiv mein Ziel, dass ich es jetzt so schnell erreicht habe. Sprich nur für dich. Ja, habe ich aber nicht gedacht. Okay. Aber wir Assistenten sind auch froh, dich hier als Personalmanagerin zu haben, weil, wie wir jetzt merken, braucht man sowas auch, ne? Ja, definitiv. Also, es kommen halt so viele Mädels auf mich zu, weil sie einfach irgendwas loswerden möchten. Oder auch einfach mal offenes Ohr. Ja, genau, auch das. Einfach, dass jemand da ist, dem man sich öffnen kann. Ja. Ja. Ja, jetzt weiß ich ja, dass du auf dem Führungsseminar von Boris Gründel warst. Mhm. Erzähl doch mal, was... Okay, ich leg los. Also das Führungsseminar von Boris Gründel, das hängt viel mit dem Buch Leading Simple zusammen. Oder was heißt viel, nur? Oder ist es sein Buch. und das war jetzt erstmal das Seminar für die indirekte Führung. Bedeutet also... eigentlich nicht das, was ich mache, sondern indirekte Führung hat halt viel mit Prozessen, Systemen zu tun. Wo du halt indirekt die Leute führst, indem du 1A Prozesse oder Systeme schaffst. Und da spielte halt relativ groß auch die Rolle die EOA, die ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung.
Soll ich dazu noch mehr erzählen? Ja, erzähl was. Okay. Das muss man sich vorstellen. Dieses Tool nutzen wir auch hier in der Praxis. Muss man sich vorstellen, es ist wie eine Art Stellenbeschreibung im Sinne, wie wir sie kennen. Mhm. Ne? Also da sind dann die Tätigkeiten, die du hast, aufgelistet. Aber genau das möchten wir eben nicht, sondern die ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung, die ist eine Beschreibung deiner Tätigkeiten oder deiner Stelle in Ergebnissen. Ne? Also nicht nur in der Assistenz, okay, du assistierst dem Zahnarzt, das wäre ja eine Tätigkeit, sondern wir versuchen dann alles in einem Ergebnis zu formulieren. So schafft man Klarheit und das ist eben ein Tool, was eine sehr große Rolle dabei spielt. Das nutzen wir hier auch oder versuchen es zu nutzen. Wir sind dabei auch, ne? Genau, wir sind dabei. Das etablieren alles. Ja, genau. Und was ich halt extrem aus diesem Seminar mitgenommen habe, sich selber beim Denken beobachten und sich auch gewisse Dinge einzugestehen und auch ehrlich zu sich selber zu sein. Weil nur wenn man ehrlich zu sich selber ist und auch Dinge erkennt, die man eigentlich gar nicht erkennen möchte, an sich selber oder an anderen, nur so kann man halt immer besser werden und auch Menschen fördern, fordern und entwickeln. Genau. Das habe ich an mir selber auch festgestellt, dass das echt schon. Ja, also deine Entwicklung ist wirklich Hammer. Also. Ja. Ne? Mhm. Ja, findest du, dass wir ein harmonisches Team sind oder eher ein verrückter Hühnerhaufen? Das ist ja so dein Lieblingswort. Ja, das ist tatsächlich mein Wort. ja, definitiv ein verrückter Hühnerhaufen. Das sage ich auch oft genug, weil es einfach so ist. Aber natürlich sind wir auch ein total harmonisches Team. Manchmal etwas zu harmonisch. Wie? Sowas gibt's? Ja, tatsächlich. mir fehlt manchmal noch so ein bisschen, aber da arbeiten wir halt dran, mir fehlt manchmal so ein bisschen, dass dass sich aktiv auseinandergesetzt wird. Ja, gut. Also nicht nur, ich schaue weg, wenn jemand irgendwas falsch gemacht hat, sondern ich spreche denjenigen wirklich darauf an. Und dann liegt es aber auch an dem anderen, das nicht als Angriff zu nehmen. Ich nutze da gerne das Wort aufs Füßchen getreten fühlen. also beides, definitiv. Aber verrückter Hühnerhaufen ist mein absolutes Lieblingswort für euch. Es passt auch einfach. Ja, ja, wenn es dann doch mal knallt, wie regelst du das? Ja, ich schaue erst mal, was waren die Faktoren, die mit eingespielt haben. Hatte vielleicht einfach jemand schlechte Laune? Hatte jemand Hubs querhängen vielleicht? und dann hole ich eigentlich immer erstmal die Parteien an einen Tisch. Weil in 90% der Fällen war es einfach ein Kommunikationsfehler, ja, wie wir jetzt oft festgestellt haben. Es war dann einfach der eine hat dem anderen nicht richtig zugehört oder er meinte es gar nicht so. Er hat nur das gehört, was er hören will. Genau. Oder es war dann wieder irgendwas über WhatsApp geschrieben, wo man dann gar nicht klar wissen konnte, wie meint derjenige das jetzt. Und meistens ist es dann so, wenn man sich an einen Tisch setzt und das nochmal klarstellt, eigentlich regelt sich sehr, sehr vieles von alleine. Haben wir jetzt auch, merken wir eigentlich jeden Tag, ne? Ja. Also das ist halt ultra wichtig, sich einfach an einen Tisch zu setzen und darüber zu sprechen. Und dann auch ehrlich zu sein und dem Gegenüber auch zu sagen, was man dann in dem Moment nicht gut fand. Und das nicht dann wieder mit verschlossenen Augen unter den Tisch fallen zu lassen. Da hast du vollkommen recht. Ja, also hast du dich in den 2 Jahren persönlich weiterentwickelt. Wie hast du das geschafft? Definitiv. Merke ich jeden Tag. Wie habe ich das geschafft? Ja, gute Frage. Also zum einen hat natürlich das Seminar von Boris Gründel extrem geholfen, sich selber eben beim Denken zu beobachten. Und auch, dass der Stefan überhaupt so der Typ ist, der auch solche Seminare besucht. Ja, auf jeden Fall. Der auch dahinter steht und ich weiß nicht, was alles macht und uns da halt auch mitnimmt. Mhm. Ich glaube, das kommt auch noch dazu. Ja, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich viel auch einfach die
ja, das Mindset hier generell in der Praxis, ja. Was einen, also ob man es will oder nicht, man wird da hingeschoben, dass man sich einfach weiterentwickelt. Ja, aber ist auch nicht schlecht, ne? Nein, im Gegenteil. Ja. Aber ich, ja, vielleicht wird das bei vielen auch so empfunden, dass es was ist, was einfach anstrengend ist, weil man muss nur mal aus seiner Komfortzone raus. Man muss teilweise auch mal Macken an sich selber entdecken, die man gar nicht sehen will. Ja. Und das ist halt das Wichtigste dabei, finde ich. Sich selber einfach Sachen einzugestehen, Sachen aktiv zu sehen. Ja, und das dann halt auch in Angriff nehmen zu wollen. Wenn man was nicht will, dann ist sowieso. Ne? Aber viel, ja, der Grund ist, glaube ich, extrem, weil wir generell alle, oder auch der Stefan gerade so, darauf achtet, dass wir uns alle auch persönlich weiterentwickeln. Also nicht nur fachlich, sondern gerade auch diese Persönlichkeitsentwicklung. Ja, man will ja nicht immer auf einem Stand bleiben, ne? Man Nein. will ja auch mal weiterkommen. Genau, genau. Und wir haben hier als Praxis auch große Ziele. Hm. Und genau. Um damit wirken zu können, muss man sich halt ein bisschen weiterentwickeln. Ja, aber man merkt halt auch, dass die Bereitschaft von den Mädels echt richtig, richtig da ist, ja. sich persönlich weiterzuentwickeln. Das macht mir halt dann auch total Freude, weil in Personalgesprächen zum Beispiel spreche ich dann nicht, ja, wie hast du deine Arbeit verrichtet, sondern ich gucke dann auch, ja, wo kann man vielleicht noch persönlich ein bisschen dran arbeiten, sei es Kritikfähigkeit oder ja, puncto Harmonie und Harmoniebedürfnis. das macht mir auch einfach total Spaß, dann einfach da Hilfestellung zu geben oder zu versuchen. Keiner ist perfekt, aber ich versuche das halt, dass die Mädels da auch immer besser werden und ja, denen im Prinzip dann am Ende des Tages das Leben einfach leichter fällt. Schöne Worte von dir. Oh, danke. Danke. Ja, zum Schluss, erzähl doch mal die witzigste Situation, die dir hier passiert ist bei uns. Ja, das ist eine Frage, da habe ich echt lange gegrübelt, weil es sind einfach so viele witzige Situationen, selbst an einem Tag, die passieren. Aber gehen wir mal weg von dem witzig, sondern von der beste Moment. Ja. Also das war auf jeden Fall letztes Jahr, die Sommerparty, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war das. Ja. Die Sommerparty, die ich organisieren durfte. Und das hat echt einfach so Spaß gemacht, einfach mal richtig die Sau rauszulassen. Und da waren auch einfach so witzige Situationen an diesem Tag. Also es war so. Und ich habe noch eine kleine Anekdote. Ich habe ja auch mal mit dem Stefan zusammen im OP gearbeitet. Oh, das hatte ich gerade so in den Kopf. Sollst du das erwähnen? Da war eine Situation, ich bin ja nun mal nicht die Größte. Und bei der Assistenz im OP musst du natürlich dem Operateur auch das Licht einstellen. Das OP-Licht war aber leider so hoch, dass ich da überhaupt nicht dran kam. Und ich dann vom Stefan nur einen bösen Blick bekommen habe, warum ich das Licht nicht eingestellt habe. Und er dabei ganz vergessen hat, dass ich da überhaupt nicht dran komme. Da kann ich mich dran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Also, und es war ja tatsächlich, es war 2017, ne? Und das war immer noch eine Situation, die ist so eingebrannt. Ja. Also das war, ja, in dem Moment war es nicht so witzig, aber im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen. Du hattest vorhin noch gefragt, was für Fortbildung ich besucht habe. Ja. Bin ich natürlich auch nicht drauf eingegangen. Man findet sich ja im Reden. Also ich habe auf jeden Fall mit der Mandy zusammen eine Teamleiter-Fortbildung gemacht. Die war auf jeden Fall sehr maßgeblich dafür. Und ich werde jetzt hoffentlich nach dem Lockdown eine Fortbildung zur Personalmanagerin machen. Die geht 5 Tage in Köln und ich hoffe, dass ich da einfach auch nochmal ein paar Hilfestellungen bekomme, wo ich teilweise nicht weiter weiß. Weil auch ich muss mich weiterentwickeln. Ja, klar. Und manchmal wünsche ich mir so ein paar Hilfestellungen. Ich hoffe, dass das da das sehr viel bringt. Genau. Ja, genau. Gibt es eigentlich auch einen Studiengang als Personalmanagerin? Ja, gibt es.
Es gibt auch einmal einen Betriebswirt im Personalmanagement und ich meine, man kann auch einen Bachelor machen im Personalmanagement. Würde dich das denn interessieren, das auch zu machen? Ja, auf jeden Fall. Für alles offen. Ja. Ja, wie ihr sehen konntet, ist Michelle einfach klasse. Ich kann behaupten, dass Michelle zwar die kleinste ist, aber dennoch das größte Herz hat hier in der Praxis. Gepaart mit ein bisschen Hartnäckigkeit, weil als Personalmanagerin muss sie halt so ein bisschen sein und ein bisschen führen können. Aber ein bisschen? Sie ist perfekt dafür gemacht und wir freuen uns alle, sie hier als Personalmanagerin zu haben. Und sie tut uns nur gut. Ja. No. Das waren meine Abschlussworte an Michelle. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte auch noch was sagen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dem kompletten Team nochmal bedanken, dass ihr mich so schön aufgenommen habt in der Position, dass ihr immer Respekt vor mir habt. Ihr wisst aber auch, dass ihr immer zu mir kommen könnt. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel sehr, sehr viel einfacher gemacht, in der Position einfach reinzukommen durch euch. Weil der respektvolle Umgang mir gegenüber und auch generell, dass ihr mich, also ihr unterstützt mich auch wenn ihr das vielleicht von euch nicht im ersten Moment behaupten würdet, aber einfach unbewusst unterstützt ihr mich total viel und das macht einfach Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat oder auch ihr Personalmanagerin seid in einer Zahnarztpraxis, dann erzählt doch mal von euren Geschichten, hinterlasst einen Kommentar dazu. Natürlich auch nicht das Like vergessen und den Kanal abonnieren. Bis in 2 Wochen. Ich freue mich auf euch, eure Mandy. Tschüss.